herzlich willkommen mal wieder zum D3Con Podcast. Wir haben heute eine ganz spannende Neuigkeit, zwei spannende Neuigkeiten und natürlich auch wieder spannende Gäste. Dazu kommen wir gleich. Erste spannende Neuigkeit ist, dass wir mal probieren wollen, das Ganze auch auf YouTube zu stellen und deswegen eine Kamera dabei haben. Also für diejenigen, die uns weiterhin ganz normal als Podcast hören, die haben jetzt davon nichts. Aber ich sag's kurz dazu. Hallo in die Kamera. Wir sind jetzt auch auf YouTube und wollten das einfach mal ausprobieren. So, außerdem haben wir wieder zwei, wir sind zu dritt, haben nämlich Erik Siegmann als Co-Moderator dabei, wie schon mehrmals, dazu kommen wir gleich noch, Erik. Und außerdem haben wir die Maria von Mont Blanc dabei als erste Advertiserin, die wir hier in diesem Podcast zu Gast haben. Darüber freue ich mich sehr. Aber zuerst fangen wir mal an mit einer kleinen Spezial-Message noch von Erik, denn dieser Podcast wird nicht nur erstmals auf YouTube erscheinen, sondern auch mit einem Takeover, hast du es, glaube ich, genannt, bei deinem neuen eigenen Podcast. Wie heißt der denn? Ich habe mir sagen lassen, dass Takeover der richtige Fachbegriff ist. Vom Marketing Transformation Podcast, der bei den Podstars läuft und das ohne Kamera, leider nur Audio, wer weiß. Aber ist ein bisschen Verschwendung, weil jetzt so zwei so fantastisch aussehende Gäste hier sind. Ich verstecke mich ein bisschen in der Mikro, ich zähle da nicht zu, aber die beiden Gäste sehen ja wirklich fantastisch aus. Insofern ein bisschen Verschwendung, aber wir können es ja sagen, für die Leute, die das dann auf dem Marketing Transformation, sorry, Podcast hören, die können sich dann, wenn sie das Gefühl haben, dass sie jetzt ganz doll was vermissen und verpasst haben, auch auf YouTube nochmal unsere Variante bei der D3Con anschauen. So, dann fangen wir doch mal an. Maria von Scheel Plessen von Mont Blanc, freut mich sehr, dass du da bist, wie schon kurz angedeutet. Herzlich willkommen. Wie schon kurz angedeutet, hatten wir jetzt, ich glaube, ja mittlerweile 12 oder 13 Folgen hier gemacht im D3Con Podcast und hatten bisher noch niemanden, der wirklich die Advertiser-Seite vertritt. Damit muss jetzt Schluss sein, habe ich irgendwann beschlossen, ja, weil das ist ja seit einiger Zeit unser Fokus, dass wir auch auf den Bühnen sehr viele Leute haben, die wirklich von Werbetreibenden, von Marken kommen und erzählen, was machen sie wirklich in diesem Bereich, wie nutzen sie Technologien im digitalen Marketing, wie stellen sie ihr Marketing heutzutage schlau auf, was bedeutet Programmatik für dein Marketing, für deine Marketingstrategie. Und ja, da freue ich mich sehr, dass du jetzt als erste Vertreterin dabei bist. Du warst ja auch dieses Jahr zum ersten Mal auf der D3Con Bühne und hast deswegen, glaube ich, ein paar ganz spannende Themen zu erzählen, die du hier mitbringst. Freut mich sehr, dass du da bist und vielleicht fangen wir mal ein bisschen an, dass du erzählst, wie bist du da eigentlich reingeraten, warum bist du bei Mont Blanc, wie bist du da hingekommen und warum ist das spannend, da zu sein und da das digitale Marketing zu revolutionieren, hoffentlich. Ja, vielen Dank für die Intro. Genau, mein Name ist Maria und ich arbeite bei Mont Blanc nun seit 2 Jahren in Hamburg und komme eigentlich von einem sehr digitalen Background, also war sowohl bei Google, Amazon als auch bei Rocket Internet in Berlin in den vergangenen Jahren und für mich ist es eine große Herausforderung jetzt gewesen, zu Mont Blanc zu gehen, natürlich im positiven Sinne, dadurch, dass wir das digitale Marketing dort noch absolut mitgestalten, sag ich mal, mit aufbauen, sowohl seitens der Teams mit aufbauen, als natürlich auch den ganzen Tech-Stack noch zu entwickeln. Es ist unglaublich toll, auch in der Luxusindustrie zu arbeiten, muss ich sagen. Wir gehören ja zu Richemont, zu dem Schweizer Luxuskonzern, bei dem auch Marken wie Cartier, IWC, Piaget etc. angesiedelt sind. Das heißt, wir haben auch einen tollen Austausch innerhalb der Gruppe. Und Mont Blanc an sich ist ein sehr E-Commerce-getriebenes Unternehmen. Wir haben eine sehr große Produktpalette, die wirklich auch von kleinen Lederwaren bis zu Uhren reicht. Das heißt, wir bewegen uns im Preissegment von 50 bis 50.000 Euro, was wir E-Commerce-Seitens verkaufen. Wir haben natürlich auch Limited Editions, die dann bei über 1 Million Euro liegen, aber das sind nicht die, die ich digital vermarkte, sind dann eher natürlich Bestandskunden. Und genau, also deshalb war es für mich spannend, von einem sehr performance-getriebenen Background in ein Unternehmen zu gehen, was eine sehr starke Tradition, Heritage, ein sehr hohes Markenimage auch hat. Und das geht aber natürlich auch dann wieder einher mit gewissen Risiken der Marke. Es ist nicht wie bei Amazon, dass wir schon auf Customer-ID-Level unsere Kunden ansprechen können, sondern wir haben auch eine sehr konservative Kundenbank bei uns, eher ein höheres Alterssegment. Und genau, da lag meine Herausforderung, jetzt den neuen Job, oder jetzt schon 2 Jahre den Job zu starten.
Das stelle ich mir total spannend vor, wenn ich mir das so vorstelle. Aus der Rocket-Welt, aus der Berliner Schule, die alle sehr stark performance-basiert auch korrelieren können, weil es einfach ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell in fast allen Bereichen ist, in so eine, naja, in meiner Wahrnehmung ist die Luxusgüterindustrie überhaupt auch alle überwiegend indirekt distribuierende Händler, Hersteller, Marken, die sind ja, verzeih mir, wenn ich das so sage, aber die sind in der Regel ja nicht in der Forefront für Digitalisierung. Also schon sicherlich in der Inszenierung von Marke, aber wenn es um Marke und Medien geht, dann sind die ja eher so ein bisschen oft traditionell unterwegs. Mhm. War das am Anfang auch ein bisschen ein Kulturschock oder was waren so deine ersten Eindrücke, als du in diese Welt eingetaucht bist? Ja, genau, wie du auch richtig sagst, es war natürlich ein Kulturschock. Die Wege dauern alle etwas länger und es ist auch noch nicht, oder ich sage mal so, es liegt an mir, die weiteren Prozesse auch mit Zahlen zu belegen. Mhm. Und erstmal überhaupt an die Zahlen ranzukommen, war für mich schon eine Challenge. Also wirklich den Tech-Stack im Hintergrund aufzubauen, Plattformen zu haben, von denen ich meine Daten ziehen kann. Da natürlich alles sehr neu ist, auch fürs Management natürlich sehr neu ist, die Art und Weise, wie wir unser Marketing heute gestalten. Und das natürlich auch immer viel, ich sag mal, nicht Erklärungsbedarf, aber natürlich auch konkreten Faktenbedarf. Ja. Und das eine ist ja so ein bisschen, was überhaupt so Corporate Enterprise Level mit sich bringt, lange Wege. Das andere ist aber so ein bisschen, was die Industrie mit sich bringt. Ne? Also das ist ja eine der wenigen Industrien, die, ich kann das jetzt nicht direkt für Richemont sagen, aber die schaffen, also ihre Produkte dem Handel zuzuteilen. Ne? Wo der Handel sich dann bemühen muss, dass er die Produkte auch verkaufen darf, was ja so ziemlich das Gegenteil ist von dem, was wir so in der Plattformökonomie erleben. Was musstest du tun oder was musst du heute tun, um deine Umgebung davon zu überzeugen, solche manchmal ja auch steinigen Wege wie Technologie zu investieren, aufzubauen, weiterzuentwickeln, da zu investieren. Was waren so die Trigger oder sind die Trigger dafür, dass dieses Unternehmen in Bewegung kommt und in die richtige Richtung läuft? Also zum einen liegt es natürlich daran, dass auch wir uns für die Konkurrenz rüsten müssen. Ja. Wir konkurrieren natürlich mittlerweile nicht mehr konkurrieren. Wir sind ja auch von Richemont acquired worden mit Hughes Net-a-Porter, also YNAB gehört jetzt ja auch mit zu Richemont. Aber wir haben natürlich auch ein Amazon, jetzt bin ich auf der anderen Seite, gegen den ich noch mithalten muss, natürlich auch im Advertisement. Und ein Montblanc wird genauso auf Amazon gesucht wie bei uns auf der Seite. Das heißt, womit ich argumentiert habe oder wie ich vorgegangen bin, ist, dass ich mir erstmal die Value-per-Lead-Analyse angesehen habe, welcher Media-Channel trägt inwieweit auch zu unserem Umsatz bei, wo kommen die Kunden eigentlich her und vor allem auch, wie können wir eine jüngere Target-Audience erreichen, was dann sehr stark natürlich über digital ist, viel auch über Social Media, zum Beispiel in China, ich betreue weltweit die Medien, das heißt auch in China wird der Großteil der Einkäufe über Social Media wie WeChat oder Weibo getätigt, versus wenn das in Deutschland ist, ist es eher noch ein bisschen konservativer angesiedelt. Ja. Genau. Hat dir sowas wie die chinesische Plattformökonomie geholfen, dieses also Value per Lead, das sagst du so ganz beiläufig, das ist ja für die nicht nur für die Luxusindustrie, sondern auch für die FMCG, alle die Pharmas, die Automotives, das ist ja nicht ganz trivial. Also ich weiß nicht, wie viel Advertiser wirklich in der Lage sind, wenn sie indirekt distribuieren, so aus so einer Brand Heritage kommen, wir sagen, ha, das ist unsere Value per Lead auf einer Channel-Ebene. Hat das chinesische Geschäft als Beispiel da geholfen, weil die ein bisschen weiter waren? Oder gab es da irgendwelche Trigger, von denen andere Advertiser was lernen können, wie man seine Organisation da ein bisschen mehr auf Speed kriegt? Ja, es war eine Kombination, würde ich sagen, aus meinem Background, der ja sehr performance-getrieben ist, plus dann auch der chinesische oder auch der südkoreanische Markt. Hier gibt es quasi schon ein komplettes Ökosystem digital. Das heißt, wir reden immer noch darüber, eine DMP aufzusetzen. Die haben das schon längst alles etabliert und haben über alle diversen Publisher hinweg, über alle diversen Altersgruppen ganz zielgerechtes Marketing bereits aufgesetzt. Das heißt, dadurch, dass China einer unserer größten Märkte ist, waren wir natürlich auch dazu gezwungen, uns hier schneller zu digitalisieren und hier schneller auch die Tools anzubieten, um hier auch wieder mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Okay. Genau.
Wie tauscht ihr euch innerhalb der Gruppe aus? Habt ihr da einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch? Ja, also wir haben sowohl bei Richemont haben wir Media Days, Digital Days. Da kommen dann die Media Manager, Direktoren aus allen Maisons zusammen. Mhm. Es ist sehr viel ein Best Practice Sharing. Mhm. Ich sag mal, es gibt Maisons, die lieber teilen als andere. Mhm. Wir als Montblanc sind sehr, sehr offen. Liegt aber natürlich auch an unserem großen Produktportfolio, dass wir einfach schneller agieren müssen als eher behäbige unteren Unternehmen, sage ich mal, die Uhren haben, die bei 20.000, 30.000 Euro losgehen. Mhm. Die haben ihre Zielgruppe und sind nicht so sehr darauf angewiesen, neue Kunden zu akquirieren, wie wir es sind. Und dazu haben wir auch innerhalb von Montblanc einen Austausch, digital, contentseitig und auch mediaseitig. Okay. Darf ich ganz kurz mal zwischendurch? Mich hat an der Stelle mal irgendwie interessiert, wie bist du eigentlich persönlich dazu gekommen, in so eine alte Branche reinzugehen mit dem Hintergrund, den du hast, ne? Hat dich das Thema Luxus, Mode und Uhren und was ihr da so verkauft persönlich irgendwie gereizt, dass du sagst, das ist irgendwie ein spannendes Thema, an dem ich gerne mal arbeiten würde und nicht immer nur irgendwie bei Zalando irgendwie Badelatschen verkaufen? Oder? Ja, also ich denke, im Endeffekt, wenn man die Zahlen vor sich hat, ist es ja dann nicht mehr so wichtig, welches Produkt dahinter steht. Aber natürlich ist es was anderes, ob du jetzt die Flipflops oder ähnliches verkaufst versus natürlich ein Produkt, was 150 Arbeitsschritte in sich hat, wie das Schreibgerät beispielsweise, was immer noch in Deutschland produziert wird, zu 100%. Das ist natürlich, die Marke an sich ist so stark und dann auch wieder ein Trigger für mich gewesen. Und das geht auch, finde ich, einher für mich in der Herausforderung, die Marke auch weiter zu verjüngen und dann auch für eine jüngere Zielgruppe wieder ansprechbar zu machen. Genau. Mhm. Ich stelle jetzt so vor, dass innerhalb eurer Gruppe ihr diejenigen seid, die vielleicht neben Net-a-Porter die größte Direct-to-Consumer-Quote haben. Ist das eine halbwegs richtige Hypothese? Ja, das ist, ja, genau. Ja. Kannst du, ich weiß, dass eure Gruppe grundsätzlich wenig Zahlen rausgibt, kannst du ungefähr sagen, mit was für einer digitalen Quote ihr jetzt so in den Initiativen, Mediaspends oder so unterwegs seid? Also wir sind innerhalb der Gruppe der digitalste Player. Mhm. Genau, wie du auch sagst, liegt an unserem vielfältigen Produktsegment, was wir anbieten. Und wir investieren 55% unseres Budgets in digital. Es gibt natürlich Märkte, die da stärker unterwegs sind, so wie China, USA beispielsweise. Aber dann auch wieder welche, die eher konservativ zum Beispiel Malaysia oder Singapur, die nicht die größten Media-Budgets haben. Und von daher wäre es gar nicht so effizient, so viel digital auszugeben, weil die Produkte dann auch zum Beispiel für jemanden in Malaysia immer noch recht teuer sind. Und da brauche ich dann keine Display- oder Social-Media-Kampagne, sondern einfach Print- oder Out-of-Home-Advertisement. Okay. Und innerhalb der digitalen Quote ist es, kannst du da sagen, wie viel in die lower-funneligen Search-Initiativen geht und wie viel so in die Marken nimmt man ja sehr oft in den Upper-Funnel, Digital-Bewegtbild und Display-Welten wahr? Kannst du dazu eine Indikation? Also ich kann es aufteilen in Awareness, Traffic und Conversion. Mhm. Und Awareness-Fokus ist am stärksten natürlich bei unseren Uhrenkampagnen, die auch die hochpreisigsten sind. Mhm. Da ist der Customer Journey, wir haben ein paar Tests aufgestellt. Der Customer Journey liegt bei 23 bis 30 Tagen bis zum Offline-Purchase. Das heißt, ich muss mindestens diese Kampagne so lange laufen haben, damit ich wirklich auch Conversions sehen kann. Mhm. Bei Schreibgeräten oder auch bei Lederwaren ist der Customer Journey wesentlich kürzer. Mhm. Hier habe ich Kampagnen, die sich mehr in Richtung Traffic oder auch Conversion orientieren. Insgesamt geht bei uns der größte Anteil in Awareness, also wirklich Website-Takeover, Display-Kampagnen, Interstitials, Media-Formats etc. Okay. Wie messt ihr Offline-Purchases? Da hatten wir einen Testballon bisher zum Attribution Modeling, um uns den Impact von digitalen Investments auf Offline Sales, Customer Service und auch Boutiquen anzuschauen. Da haben wir mit zwei Partnern zusammengearbeitet, einmal für CRM Onboarding, weil jedes Mal, wenn eine Transaktion in der Boutique passiert, die Person ihre E-Mail-Adresse hinterlässt. Das haben wir uns dann einmal angesehen, was hat die Person genau gekauft und wie lange hat es gedauert von dem Moment, an dem sie die Werbung gesehen hat, bis sie dann online im Store gewesen ist. Und bei Customer Service Calls hatten wir eine Unique Caller ID von der Person, die erst nach uns gesucht hat und dann angerufen hat. Hm. Genau. Wäre es richtig, du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt noch nicht den Luxus, dass ihr über alle Transaktionen irgendwie eine Customer ID habt. Ist es aber dann halbwegs zutreffend, dass ihr für eure digitalen Transformationen und Touch
Transformation, Transaktionen und Touchpoints eure eigene Customer-ID kriegt? Also ich sag mal, so ein Wiederverkäufer, wie, keine Ahnung, hier in Hamburg das Alsterhaus wird, erfasst ja traditionell keine Daten oder über Fremdanbieter. Wenn ich, laufe regelmäßig an eurem Flagship-Store da an der, was ist das? Neuenwall? Neuerwall, Ecke, nicht Stadthausbrücke, Aloisbrücke, glaube ich. Die und das, genau wie du sagst, schon, wenn man sich nur informiert für irgendwie so ein Füllfederhalter, wird man schnell motiviert, seine Daten für die Interessenten Katar irgendwie abzugeben. Mhm. Für eure Channels, also eure Stores, eure eng gebundenen Partner, nehmt ihr die CRM-Daten auf? Ja, wir nehmen sie auf. Sie werden aber noch nicht wieder genutzt, um dann, also meine Aufgabe bezieht sich hauptsächlich auf Acquisition. Mhm. Und das ist bei uns auch separiert, das die Acquisition-Seite und die CRM-Seite. Also das sind natürlich dann E-Mail-Newsletter, die sie bekommen. Aber sie werden nicht wieder genutzt, um dann wieder Werbemaßnahmen ihnen zuzuspielen. Also ihr seid noch nicht so wie ein Apple oder ein Burberry oder so, die das schon alles in einem Silo haben. Nein. Also wir arbeiten oft mit den CRM-Daten dann insofern zusammen, als dass wir dann Lookalikes bauen, was dann nicht der direkte Consumer ist, der seine E-Mail-Adresse hinterlassen hat, sondern wirklich ein Lookalike, der dieselben Attribute hat, ein ähnliches Alter, Geschlecht, Wohnort und so weiter. Und das hilft uns, oder das, sag ich mal, ist sehr budgeteffizient, so zu arbeiten. Und wir machen das viel bei Social Media, zum Beispiel auch bei LinkedIn oder Facebook, aber auch bei anderen Publishern. Aber da sind, dadurch, dass das Recht natürlich sehr verschärft worden ist, machen wir keine direkte Ansprache von den CRM-Kunden dann zu auch Akquise oder zum Retargeting. Okay. Wirklich Website-Retargeting haben wir beispielsweise. Genau. Ja. Okay. Habt ihr sonst eine Daten, für die akquisitorische Marketingseite, habt ihr da eine First-Party-Datenstrategie oder arbeitet ihr sehr stark auch noch mit Drittdaten? Mit Drittdaten arbeiten wir noch sehr stark zusammen. Mhm. Es ist wirklich aktuell noch auf Kampagne zu Kampagne als auf Publisher zu Publisher Basis. Mhm. Wir nutzen aber immer stärker auch dann das Programmatische, den programmatischen Einkauf, dazu Zielgruppen zu definieren, wieder anzusprechen und dann diese entsprechend dann auch für die jeweiligen Kampagnen zu nutzen. Mhm. Dadurch, dass ich sowohl einen Kunden, der eine 5.000 Euro kaufen möchte, anspreche, versus auch jemand, der einfach nur kurz ein Lederportemonnaie shoppen möchte für 100, 120 Euro, habe ich da eine Segmentierung vorgenommen und dann auch eine individuelle Ansprache auf Kampagnenbasis. Okay. Wie seid ihr organisatorisch ausgestellt für das Media-Geschäft? Macht ihr das sehr stark alleine? Macht ihr das mit Partnern, mit Agenturen? Das machen wir mit der Mediacom aus Paris. Das ist unsere Media-Agentur. Mhm. Wir haben natürlich auch eine Kreativagentur und auch eine Social-Agentur, welche in Berlin sitzt und sich um organische Social Media kümmert. Und habt ihr dann die analogen oder die traditionellen Medien und die digitalen Medien aus einer Hand von eurer Media-Agentur? Genau, das ist das eine Hand. Die orchestrieren das. Genau. Ja. Okay. Und wir haben auch viele Synergien, die wir nutzen können durch Richemont, zum Beispiel Out of Home Networks. Die gebe ich auch frei, alles für weltweit, sei es jetzt in China, wenn dort ein neuer Flughafen wird, wie jetzt gerade eröffnet. Dann machen wir eine Takeover-Kampagne, die wir aus dem Headquarter aus Hamburg dann auch steuern. Okay. Genau. Ich habe verstanden, dass du auch die digitale Transformation bei Montblanc leitest. Was sind denn da so die wesentlichen Herausforderungen? Was muss man sich denn so vorstellen, wenn man so ein Unternehmen weiter in die digitale Welt trägt? Nochmal so ein bisschen anschließend daran, hätte mich die ganze Zeit schon interessiert, wie alt ist diese Marke eigentlich? Es muss doch mindestens 100 Jahre alt sein. 110, so genau. Ja, gut geschätzt. Sehr nah. Genau. Ja, okay. Aber du bist kommt doch aus Hamburg, genau. Ah, cool. Aber du bist auch erst seit 2 Jahren dabei. Das heißt, du bist nicht schuld daran, dass es schon irgendwie sehr alte Strukturen wahrscheinlich gibt, ne, die du jetzt aber auch an einigen Stellen bestimmt irgendwie aufbrechen und hinterfragen musst. Genau. Also das ist natürlich kollektiv, sage ich mal, werden die hinterfragt. Und es geht auch grundsätzlich eigentlich darum, Positionen zu schaffen, die wir auch in den nächsten Jahren, man kann gar nicht sagen nächste Generation, die eigentlich vielleicht sogar mal schon jetzt brauchen würde, wie Data Scientist, Web Analytics. Da suchen wir gerade Profile, aber wissen auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir erstmal
genug Daten haben müssen, mit denen die Person dann noch arbeiten wollen. Und da sind wir auch noch sehr an Richemont gekoppelt, an die Marketing-Automation-Prozesse zum Beispiel auch, an die Verfügbarkeit von Daten. Das, ich würde mal sagen, sobald wir das weiter aufgebaut oder ausgebaut haben, dann suchen wir auch nach weiteren Profilen. Und die digitale Transformation kann man ja von verschiedenen Blickwinkeln sehen, sage ich mal. Also einmal ist vielleicht so Cultural Change, was für Profile werden in der Zukunft benötigt. Dann gibt es natürlich auch den Tech-Change, Technology-Based Change. Was für Tools müssen wir jetzt onboarden, um in der Zukunft dann auch gegen die Konkurrenz gut aufgestellt zu sein? Oder vielleicht auch über Acquisitions von Companies, die wirklich vielleicht eine Key-Kompetenz haben, die wir in-house so nicht leisten können, was wir auch nicht in den nächsten 5-6 Jahren aufbauen werden. Ja. Und unser Hauptfokus ist der Cultural Change, würde ich sagen, weil wir haben einfach einen sehr traditionellen, alteingesessenen Background und haben immer mehr und mehr junge Talente und auch sehr digitale Profile. Das dauert aber noch so ein bisschen. Und ich glaube, es ist zum einen jemandem die Angst davor zu nehmen, dass der Job vielleicht nicht mehr benötigt wird in ein paar Jahren. Also es geht auch viel um Upskilling, Reskilling und auch die Failing Culture zu verinnerlichen, ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Da das in, glaube ich, auch vielen Großkonzernen, das hört sich immer schön an, aber in Praxis wird es dann doch nicht ganz so gelebt. Und das ist wichtig, dass wir das einmal klargezogen haben, dass wir nicht sofort digital transformieren auf 110% innerhalb von ein paar Jahren, sondern da auch die Expectations entsprechend managen. Ja. Und alle mitziehen, alle Stakeholder drumherum. Genau. Man kennt ja auch so ein paar Geschichten von sowas wie zum Beispiel bei Media Saturn war das ja eine lange Zeit groß in den Medien, dass sie Schwierigkeiten auch hatten in der Digitalisierung, als sie versucht haben, so eigene Online-Shops zu machen und dann sind aber die stationären Händler ihnen aufs Dach gestiegen. Mhm. Ne? Mhm. Wie ist denn das bei euch vorher organisiert gewesen und vielleicht auch heute organisiert? Ne? Was hat sich da verändert? Ist das auch ein Grund gewesen, warum, ich habe es glaube ich vorhin so verstanden, dass du gesagt hast, ihr verkauft seit 2 Jahren jetzt immerhin auch mit dem eigenen Online-Shop direkt an die Endkunden, ist ja auch relativ spät, ne? Ist das, wie ist die Struktur gewesen? Also ihr habt ja eigene Ladengeschäfte und dann gibt es noch irgendwie Händler, die in irgendeiner Form Partner sind. Genau. Wie gehen denn die damit um, dass es jetzt auch einen eigenen Online-Shop gibt? Das ist ja traditionell nicht unkompliziert für so eine Marke, ne? Also wir haben das Online-Business schon gestartet vor 10 Jahren und E-Commerce aber erst stärker ausgebaut vor ein paar Jahren. Und das heißt, also viele von den Wholesale-Partnern haben beispielsweise auch Online-Shops. Und wir müssen eher sicherstellen, dass wir dort ein einheitliches Image haben. Beim Wholesale-Partner, wie auch in unseren eigenen Boutiquen, wie auch auf unserem E-Commerce-Channel. Und die Frage ist natürlich auch immer, wofür steht das E-Commerce? Ist es ein Sales-Channel oder ist es ein Brand-Channel? Das ist eher so die Diskussion, sag ich mal, die wir gerade haben. Sonst aber ist es seitens der Wholesale-Partner absolut klar kommuniziert worden und dort haben wir auch keinerlei Schwierigkeiten erlebt. Mhm. Ja. Okay. Du sagst Brand oder Sales. Viele der Händler können ja sagen, kann ja auch beides sein. Was viele der, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, was eigentlich kein Marketing, also nicht nur ein, also zumindest kein reines Digital-Marketing-Thema ist, aber der Vorwurf, der ja immer wieder auch von den Plattformbetreibern kommt, ist, dass sie eure Preisgestaltung, also dass ihr Einfluss auf die Preisgestaltung nehmt und deshalb manche Channels diskriminiert. Hast du den Vorwurf auch schon mal gehört? Nein, gar nicht. Also wir haben eine ganz einheitliche Preisgestaltung und die variiert dann auch nicht. Also wir haben jetzt kein Retargeting. Aber eure Wholesaler vielleicht nicht. Also das könnte ja sein, das ist ja meistens so der Konflikt, ne, dass Wholesaler dann sich nicht an die unverbindliche Preisempfehlung halten und dann die Preise unter dem UVP verkaufen und das finden die Marken meistens doof. Ich kann das also verstehen, aber ich glaube, es gibt ja Gesetze, die... Ja. Also da bin ich nicht mit involviert in den Diskussionen, ist ja deshalb. Ist ja auch kein Marketing-Thema. Das ist das Thema umschiffen. Zum Glück. Ich fand aber Kanalkonflikte finde ich auf jeden Fall super interessant, dass ihr das von der anderen Seite seht, dass ihr euren Auftritt auf einen gewissen Standard halten wollt. Du sagst das Cultural Change, Fehlerkultur oder fehlertolerante Kultur.
was ich so oft erlebt habe, ist zum Beispiel zur Fehlerkultur gehört auch zum Beispiel, dass man strukturiert testet versus Opinion of the Highest Income. Das ist ja gerade bei so einer kampagneninszenierungsgetriebenen Welt sicherlich total herausfordernd. Ne? Testet ihr, wenn ihr Kampagnen in Kanäle rüberbrecht oder habt ihr da so eine... Doch, das machen wir immer. Ja. Also wir machen immer A, B, manchmal auch C-Tests. Ja. Sowohl auf Kampagnenebene als auch hauptsächlich auf Asset-Ebene. Dadurch, dass wir... Jetzt sehen wir kurz, was das ist. Also, genau. Dadurch, dass wir den Content, den wir produzieren für die Kampagnen, da arbeiten wir oftmals mit diversen Influencern zusammen. Manchmal auch mit unserem Brand Ambassador, dann Hugh Jackman beispielsweise, der aber nicht in allen Märkten gleich relevant ist. Das heißt... das ist dann ein bisschen Trial and Error in manchen Märkten, die sagen so, ich aktiviere jetzt meinen eigenen Influencer, der bei mir im Markt relevant ist. Mhm. Und hier müssen sie immer ABC testen, um wirklich auch zu zeigen, dass ihre Assets, also ihre Banner, besser funktionieren als die, die vom Headquarter vorgegeben worden sind, weil wir eigentlich natürlich ein einheitliches Brand-Image haben möchten und keine lokalen Produktionen. Ermöglichen oder fördern wollen, sage ich mal so, genau. Weil der Aufwand der Adaption vermeintlich nicht im Verhältnis zum Zusatznutzen steht. Genau, richtig, ja. Und aber genau, ABC-Testen tun wir eigentlich immer, gerade auch wenn wir neue Channels ausprobieren. Also ich habe jetzt beispielsweise auch ein paar Social-Media-Kampagnen auf LinkedIn gehabt. Mhm. Da hat man natürlich auch mal verschiedene Targeting-Möglichkeiten, die super spannend sind. Manchmal sind sie vielleicht so ein bisschen, da kann man sich, glaube ich, auch schnell verzetteln, so ein bisschen zu detailliert. Aber da mache ich dann zum Beispiel auch mal Testings mit den verschiedenen Targetings, um wirklich auch zu wissen, welche Zielgruppe reagiert am besten auf das Produkt. Ja, wenn wir diese kulturellen Changes, die sind sicherlich notwendig, um das Geschäft voranzubringen. Die sind aber vermutlich auch notwendig, um genau, sagen wir mal, die Köpfe, die ihr braucht, um dieses Geschäft weiterzuentwickeln, dann auch zu gewinnen. Mhm. Ist das eine Herausforderung oder ist das überhaupt kein Problem? Das ist noch in the making, würde ich mal sagen. Deshalb kann ich jetzt noch kein Fazit ziehen. Ja. Aber es sollte natürlich idealerweise Hand in Hand gehen. Ja. Dass ich möchte halt erst nach außen kommunizieren, wenn ich wirklich weiß, wir haben eine gute Erfolgsgeschichte hingelegt. Mhm. Parallel benötige ich auch den entsprechenden Headcount dazu, diese Sachen mit zu ermöglichen, die digitale Transformation. Ja. Aber idealerweise sollte es dann auch eine starke Außenwirkung haben, sodass wir dann in der Zukunft noch mehr Digital Analysts, Digital Marketeers bei Montblanc haben. Und habe ich dich richtig verstanden, dass ihr diese kulturelle Change jetzt prioritär als erstes angeht und erst dann die Prios auf die Tech-Change? Mhm. Klar wird das sicherlich ein bisschen parallelisiert. Es wird, aber genau, es wird im Parallel laufen. Das Thema der Reihenfolge ist ja auch ganz interessant. Ne? Viele machen das ja umgekehrt. Ja, also wir sind noch, es ist noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, was vielleicht das andere abhängt oder welches Thema, aber wir starten damit gerade erstmal in Parallel. Ja, okay. Genau. Mhm. Du hast ja... was ich super spannend an deinem Job finde, du hast ja die Möglichkeit, in ganz viele Märkte reinzugucken, mit vor allen Dingen auf einer vergleichbaren Basis, weil ihr mehr oder weniger die ähnlichen Produkte habt. Ne? Nicht alle Warengruppe gleich stark, aber du hast eine Marke, ein Produktportfolio und den ganzen Globus als Zielgruppe. Was sind so deine größten Learnings gerade jetzt? Weil ich hätte gedacht, dass die größten Learnings aus dem asiatischen Raum kommen. Ich weiß aber gar nicht, ob das stimmt. Was waren so deine größten Überraschungsmomente? Was ganz witzig ist, ist eigentlich eher das Brand-Image, wie wir verschieden wahrgenommen werden in den verschiedenen Märkten, weil wir beispielsweise in Südkorea oder auch generell im asiatischen Raum mit dem gesamten Produktportfolio gelauncht sind und haben zum Beispiel auch lokale Kooperationen, zum Beispiel mit südkoreanischen Influencern. Da haben wir eine Rucksack-Kollektion rausgebracht. Das ist dann fast eher schon ein bisschen so hip in Richtung Hipstertum, wie wir dort wahrgenommen werden. Das ist ganz interessant versus natürlich in Deutschland, Frankreich, Schweiz noch eher ein traditionell älteres Image. Also eher so die Wahrnehmung, würde ich sagen, ist ein sehr großer Unterschied. Und dann im Sinne der digitalen Entwicklung kommt wirklich sehr, sehr viel und auch der größte Druck aus China. China eigentlich am stärksten aus dem asiatischen Raum. Liegt aber auch daran, dass wir aufgrund der Wall Gardens es sehr, sehr schwierig ist, eine
Kampagne entsprechend zu hinterfragen, den ROI auch zu messen. Mhm. Die bringen immer wahnsinnig viel Traffic. Die Qualität, gerade so von WeChat-Kampagnen zum Beispiel, finde ich äußerst fraglich. Mhm. Super hohe Bounce-Rates, super wenig Engagement auf der Website. Also ich habe das Gefühl, dass es liegt zwar sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Markt, aber das, was sie gerade liefern oder die digitale Advancedness, sage ich mal, ist noch nicht wirklich gegeben. Das war für mich irgendwie auch so ein Eye-Opener, dass alle mal sehr den China unterstützen oder sagen, da müssen wir eigentlich am stärksten investieren. Würde ich eigentlich am liebsten gerade noch die Investments zurückhalten, um die Publisher auch dementsprechend zu challengen, dass wir die Möglichkeit haben, Brand Viability, Tracker und ähnliches mit reinzunehmen in die Kampagne und wirklich auch zu sehen, was ist der Impact. Okay. Ja. Also wäre es fair zu sagen, dass du auf jeden Fall großes Volumen kriegst, aber die Qualität sehr heterogen ist, oder? Genau, genau. Ja. Okay. Ist ja auch mal eine interessante Erkenntnis, ne? Also damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass du so international bist. Das ist ja dann also nicht nur jetzt hier das erste Mal, dass jemand über eine interessante Advertiser-Perspektive hat, sondern auch so eine sehr internationale Perspektive, ne? Also diese Südkorea-Geschichte hat mir gut gefallen, dass ihr da eher so als Hipster-Marke wahrgenommen werdet. Das ist natürlich auch nochmal ein Grund, der es schwierig macht, so weltweite Kampagnen mit so einem Hugh Jackman-Testimonial zu machen, ne, wenn die euch da ganz anders wahrnehmen. Nicht nur also ein lokal-kultureller Unterschied, sondern auch habt ihr natürlich auch selber dann so ein bisschen produziert nochmal einen weltweiten Unterschied in eurer Markenwahrnehmung, indem ihr dann ein bestimmtes Produkt gelauncht habt. Ja. Aber interessante Erkenntnis immerhin. Ja. Und auch die Gifting Moments, wir sind ja eine sehr starke Gifting Brand, sind natürlich auch unterschiedlich. Singles Day in Asien ist jetzt eigentlich mit das größte Event medial, zusammen dann auch mit Valentine's Day oder Chinese New Year. Und allein dafür müsste, oder das machen wir auch, kreieren wir schon eigene Assets für die Kampagnen in den Märkten. Und es hat manchmal dann auch eher so ein kitschiges Image, dass sind dann so Couples, die spazieren gehen mit ihrem Schreibgerät oder mit dem Montblanc-Rucksack. Also das ist komplett anders, andere Wahrnehmung als bei uns. Interessant. Witzig ist das so, ne? Der in meiner Welt, ich bin ja irgendwie 71er Jahrgang, da war euer Produkt, wenn man irgendwie Examen geschafft hat oder bei den reichen Familien, wenn man das Abitur geschafft hat, hat man ein Meisterstück gekriegt. Heute ist es zur Konfirmation. Ich dachte gerade, du hast das zum Hauptschulabschluss, oder? Ich habe keinen Hauptschulabschluss. Ich war auf der Waldorfschule. So, aber die, und da seid ihr, ja, das ist ja schon fast emotional aufgeladen. Wie ist das vom Handling? Ich verstehe die Abstufung Brand Ambassador und Influencer. Wie ist denn das, wie managt man das denn? Ich meine, das haben ja schon ganz andere Marken, die jetzt nicht so eine große Heritage haben wie ihr. Die haben schon Herausforderungen, ihre Influencer irgendwie zu managen und erst recht zu bewerten. Wie macht man das dann, wenn man das at scale auf zig Märkten mit zig Kulturräumen macht, das kann man das überhaupt ändern? Weil du sagst ja so, Brand Safety ist einer eurer Top-Prios. Ich hätte das unterstellt, dass für euch Brand Safety noch wichtiger ist als der ROI auf Value per Lead-Ebene. Wie managt man das denn? Ja, also es wird alles, was medial investiert wird, weltweit bei mir approved. Also ich sehe auch jede Influencer-Kampagne, sehe dort auch die KPIs für die Influencer-Kampagne, die es auf jeden Fall auch geben sollte. Also ich denke, es sollte nicht nur noch Reichweiten gesteuert sein, sondern man muss natürlich auch die Qualität der Follower anschauen. Jeder Markt reicht bei uns pro Jahr 1, 2, manchmal auch 3, je nachdem wie groß der Markt ist, sogenannte Markmaker ein. Das sind für uns nicht nur die klassischen Influencer per se, sondern kann zum Beispiel auch ein Koch sein, ja, der einen ganz tollen Bereich hat, oder ein Architekt, der eine spezielle Art und Weise des Häuserbaus hat. Wir hatten zum Beispiel jetzt jemanden, der hat in Finnland sustainable Holzhütten gebaut oder ähnliches. Also es kann jemand sein, der in seinem Bereich einen Impact hat. Dahingehend haben wir schon mal die Strategie umgestellt, dass es jetzt nicht nur Fashion Blogger ABC sein soll, sondern wirklich auch jemand, der einen, sag ich mal, auch Value kreiert und wirklich Impact hat. Genau, und diese Konzepte werden bei uns im Headquarter alle eingereicht, müssen freigegeben werden, und wir haben Tools,
mit denen wir dann auch das Engagement zum Beispiel messen können. Wir geben natürlich auch immer Links mit. Das heißt, wir sehen auch, wenn wirklich jemand konverten sollte. Mhm. Aber es ist wirklich eigentlich eher eine sag ich mal, ein Image- oder Branding-Geschichte. Mhm. Genau. Also es lässt sich gut managen, muss ich sagen. Wir haben einen Haupt-Brand Ambassador, Hugh Jackman, und haben in China nochmal einen lokalen, weil das hätte nicht gepasst, ihn dort auch zu verwenden. Und sonst haben wir, wie gesagt, noch die Markmaker, also so Influencer können auch Mikro-Influencer quasi sein, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Okay, und ihr lasst euch dann sehr stark von den Werten, wofür die stehen, leiten. Vielmehr genau. Ist das nur, weil sie verfügbar sind. Nein. Reichweite haben. Nee, ja, genau. Nicht, die Marketingdirektoren in den Märkten schlagen die vor, die Kooperationen. Und es ist auch nicht so leicht, weil viele schon Exklusivverträge auch haben, gerade mit Uhrenmarken. Also das ist sehr stark. Rolex, IWC haben schon echt tolle Influencer unter Vertrag und haben sich das auch immer gleich exklusiv schützen lassen. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der auf unsere Produktkategorie dann auch entsprechend angesetzt werden kann. Mhm. Okay. Genau. Ich würde gerne den Bogen nochmal so zum Anfang spannen. Ich fand das sehr interessant, wie du sagtest, was so die Motivation des Unternehmens war, in diese digitalen Bereiche weiter Gas zu geben oder überhaupt erstmal Gas zu geben und dann das fortzusetzen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so andere Märkte beobachtet, egal, Luxus ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel mit einer ganz guten Ausgangssituation, aber es gibt noch so viele andere Märkte, die sich eigentlich immer noch so verhalten, als würden wir in der Medien- und Distributionswelt aus dem Jahr 1990 irgendwie kommen. Was sind so diese Momente oder die Erkenntnisse, die du anderen mitteilen würdest, um selbst in Bewegung zu gehen, um so eine digitale Transformation voranzutreiben? Weil bei euch ist es ja nicht die Not, sondern es geht euch ja gut, ihr seid in einer komfortablen Situation, so zumindest was man von außen erkennen kann. Und ihr tut das, weil ihr sagt, okay, wir sehen, wie sich die Plattformen von Amazon weiter positionieren. Aber gibt es da noch mehr, als einfach nur sozusagen vorausschauend zu handeln? Gibt es noch andere Impulse, was du gerne anderen mitgeben würdest? Also ich glaube, jeder, der jetzt anfängt, über digitale Transformation nachzudenken, ist eigentlich schon zu spät. Deshalb kann man gar nicht mehr sagen, so sehr vorausschauend zu handeln. Ich glaube, allein deshalb ist der Sense of Urgency schon gegeben, wenn man sich jetzt erst damit befasst, weil es bei, ich glaube, was habe ich gelesen, bis 2025 sind 70% der Generation Y und Z digital und kaufen auch bis zu 80% digital ein. Und das ist dann alles, ja, von den Daily Household Produkten bis dann auch Luxuswaren. Da fällt wirklich alles drunter. Und deshalb glaube ich, wenn man wirklich noch in der Zukunft relevant sein möchte, muss man jetzt anfangen, die richtigen Tools und auch die zu onzuboarden und auch die richtigen Mitarbeiter zu rekrutieren. Und es geht jetzt, ich finde immer Axel Springer eigentlich ein ganz gutes Beispiel, die sich wirklich aus der Not heraus digitalisieren mussten. Und dann aber auf der anderen Seite auch super viele Misserfolge erlebt haben. Ne? Also da ist ja auch, es hat lange gedauert und die Mitarbeiter selbst sagen auch, Purpose war manchmal vielleicht etwas fraglich. Und ich glaube, wenn man weiß, was ist der Purpose, für wen möchten wir in Zukunft noch relevant sein, dann kann man das auch schnell einschätzen und die digitale Transformation starten. Misserfolg finde ich ein interessantes Stichwort. Kannst du irgendwas erzählen, was auch in den 2 Jahren, die du jetzt bei Montblanc bist, irgendwie nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hättest? Das finde ich immer interessant. Also ich würde eher sagen, die Geschwindigkeit ist vielleicht eher das, was mich manchmal stört. Es ist jetzt kein Misserfolg. Dadurch, dass es dann meistens dann doch von der Zeit her länger dauert, dann kann man auch nochmal so überlegen, ob es der richtige Ansatz gewesen ist in dieser Zeit. Was ich als, oder sag ich mal eher so vielleicht, was ich als kritisch sehe und was vielleicht in Zukunft, glaube ich, ein großer Misserfolg sein könnte, ist, wenn man sich, also vielleicht gerade jetzt auch im Bereich der Luxusindustrie, zu schnell digitalisiert und auch vielleicht zu großen Fokus auf sein E-Commerce-Business legt, zu stark in Performance und Google Search investiert und dadurch so ein bisschen die Brand Desirability, das Brand Image vielleicht ein bisschen flöten gehen, sag ich mal. Also man muss, denke ich, immer sicherstellen, dass man auch genug in Video Assets, in Rich Media Formate und auch auf reichweitenstarke Kanäle geht und nicht nur die Bread and Butter durch
Google Search erledigt. Das ist vielleicht eher sowas, wo ich ganz stark dran bin, das den Märkten auch aufzuzeigen und hier diesen Split zwischen Awareness und Conversion weiterhin zu optimieren. Das ist so etwas, was die umgekehrt die Performance-Welt erstmal lernen musste, ne? Dass die Nachfrage, die damals sehr stark durch so eine Migration von analog ins Digitale gekommen ist, dass die auch geschaffen werden muss, ne? Und dass sie nicht durch eine durch einen Keyword-Search geschaffen wird, sondern genau. Schon da ist. Und es gibt immer noch viele, die nicht täglich sozialen Medien unterwegs sind und die wir aber immer noch durch eine tolle, so gerade so digitale Out-of-Form, finde ich super. Wenn man da in tolle Gegenden reingeht, wie was ich in London in Shoreditch zum Beispiel, wo es auch eine tolle Gegend ist, oder was ich jetzt in München, Berlin, das ist gerade so für eine Travel-Kampagne, die wir zum Beispiel gerade gelauncht haben in Berlin, super wichtig. Also, dass man die analogen Medien nicht komplett vergisst. Würdest du sagen, dass so eine Reise nach China es sind ja jetzt viele ins Valley gepilgert und haben da sehr stark auch vor allen Dingen sicherlich kulturelle Dinge gelernt, aber auch Geschäftsmodelle. Würdest du jemanden empfehlen, nach China zu reisen, um sich dort die Media- und Geschäftswelt, also Geschäftsmodell dort anzugucken? Also ich finde, man sollte auf jeden Fall Silicon Valley reisen, um einmal zu sehen, ich finde diese Inkubatoren dort super spannend und zu sehen, was für kleine Unternehmen dort wachsen, wo man sich, denke ich, viel auch abschauen kann für die eigene, vielleicht Supply Chain beispielsweise, Robotics, so. Wenn man diese Themen interessiert ist, finde ich das super spannend. Bei der Asienreise, denke ich, ist es eher so ein Reality-Check, um zu sehen, was eigentlich schon alles möglich ist. Also ich hatte mich dort dann auch mit Tencent getroffen oder auch so Alibaba. Ist immer ganz gut, um sich selbst nochmal zu positionieren und zu sehen, dass wir noch lange nicht so weit sind, wie wir eigentlich glauben, gerade zu sein. Was möglich ist, würde ich mal sagen, in China, ohne dass sie die Daten weitergeben. Das ist super spannend. Weil ich habe das Gefühl, hier in Europa ist es fast immer so, wenn man tolle, innovative Maßnahmen hat, dann eigentlich kann man die Daten im Nachhinein dann auch nutzen. In China gibt man sie wirklich komplett an den Publisher und hat nachher gar keinen Access mehr. Und dann werden die eigenen Daten dann sogar als VIP-Daten für noch höheren Preis an jemand anderes weitergegeben, im Zweifel an die Konkurrenz. Also ich glaube, es ist ein ganz guter Reality-Check und Eye-Opener. Also ich würde es empfehlen. das war mir selbst auch nicht so klar. Mir hat mal ein schlauer Mensch gesagt, er hat an der Westküste gelernt, was man alles machen kann und in Asiatischen gemerkt, wie man es at scale machen kann. Ja, genau, so. Das stimmt. Ja, aber auch interessant, was es für einen kulturellen Unterschied gibt, wie dann da mit Kundendaten umgegangen wird. Ne? Und dass es da anscheinend alle anderen mitmachen oder ihr seid ja wahrscheinlich nicht die Einzigen, die so blöd sind, das mitzumachen. Das wird ja in dem Markt eher so Standard sein. Das ist ja schon ganz interessant, ne? Das ist gerade auch spannend, wenn man guckt, was wir hier in Mitteleuropa für Diskussionen haben, wo große Verbände von Werbetreibenden dann fordern, dass sich die Walled Gardens öffnen müssen und ihr Geschäftsmodell ändern sollten. Kann man sich überlegen, wie realistisch das ist, wenn andere Player noch auf den Markt kommen. Vermutlich sind wir wirklich noch erst am Anfang. Ja, es sei denn, natürlich irgendwie die europäischen Advertiser haben auch genug Marktmacht, irgendwie den Chinesen, wenn die hierher kommen, irgendwann mal das beizubringen, dass es hier irgendwie anders läuft. Aber finde ich auf jeden Fall eine interessante Perspektive, mal da diesen kulturellen Unterschied zu sehen. Ne? Hatte ich vorher noch nicht gehört. Maria, was sagtest du gerade nochmal, was sind eure größten Absatzmärkte? China ist schon wichtig, ne? Ja, ist doch klar. Irgendwie Alibaba hat in den ersten 2 Minuten ihre Singles Day so viel Umsatz gemacht wie die ganze Mediamarkt Saturn Gruppe in einem Jahr. Also auf jeden Fall im Milliardenbereich. Na gut, aber das ist ein Problem der Herstellermarken. Euer Problem. Ja, aber das ist aber definitiv auch guter Markt für Brand Safety Tools, Brand Viability und so weiter. Das haben wir jetzt auch sehr, sehr viel implementiert, um den ganzen Fraud erstmal loszuwerden. Ja. Und dann braucht man mittlerweile, also braucht man wirklich gute Leute in den Märkten, die überhaupt Fraud erkennen. Ja. Weil du hast dann auch viele, die aus der klassischen oder alten Media-Welt kommen, eher so auf Print out of home Bereich. Die kennen kein Fraud. Und die denken, okay, ich habe 80%, die haben 80% Fraud. Das ist also wirklich sehr erschreckende Zahlen, die wir da teilweise damit aufgedeckt haben. Und wir sind als Gruppe auch aus YouTube rausgegangen, erstmal, weil das Umfeld, in dem wir gezeigt worden sind, als Marke nicht ganz so relevant gewesen ist. Also viel Gewalt, Kriegsvideos etc.
die sich dann jemand davor oder danach angeschaut hat, was wir eigentlich durch Targeting ausschließen wollten. Aber es gab bisher kein Tool, was das so ermöglicht hat. Ja. Aber ist nicht ganz so relevant, ist eine schöne Umschreibung für richtig gruselig, ne? Ja, genau. Aber ist das, genau. Ist das ja, der Kunde ist ja nicht hier lupenrein. Man weiß nicht, was er sich sonst anschaut. Ja. Aber ist das ein YouTube-Problem oder eher ein Problem der programmatischen Betriebssysteme? Also das ist eher ein konkretes YouTube-Problem. Dadurch, dass also viele andere Publisher lassen das ja schon zu, dass es in Echtzeit geprüft wird, in welchem Umfeld man sich bewegt. Und YouTube hat immer erst am Ende des Tages so eine Art Snippet, also so eine kleine Zusammenfassung des Umfelds geschickt. Ja. Bei anderen Publishern können wir das in Echtzeit mittracken, was gut ist. Bei programmatischem Einkauf, das nutze ich auch wirklich nur für geringerpreisige Produkte. Dadurch, dass, wie gesagt, auch unser Customer Journey schon recht lang ist. Und ich noch keine DMP oder ähnliches habe, sodass ich die Silos aufbrechen kann. Also ich habe keine Kampagnen-Ebene. Genau, also ich habe Website-Retargeting, Social-Retargeting, aber noch kein, also gut, Retargeting dann auch innerhalb der Kampagne, wenn es beim selben Publisher ist. Ja, genau. Also jemand, der sich das Video bis zu 100% angesehen hat, den kann ich dann wieder einen statischen Banner zeigen, aber nicht mit einer Customer- oder einer Interessenten-ID. Genau, ja. Mit dem ganzen Problem, die also neben Umfeld dann auch Frequency-Capping und so. Genau, genau. Okay. Ja. Da gibt es ja noch einiges zu tun. Mhm. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass ihr also sowieso schon mal sehr weit seid, aber dass ihr insbesondere auch für euer Vertical schon super weit seid. Total spannend. Mega spannend, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich entnehme dem Blick, den du mir rüberwirfst, dass deine Fragen jetzt auch am Ende sind. Ich habe auch das Gefühl, dass wir seit über einer Stunde sprechen. Ich habe nicht so genau auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, es ist lang geworden, weil es aber auch sehr interessant ist. Vielen Dank. Zum Ende bleibt mir noch irgendwie eine Idee, fiel mir noch ein. Wir haben ja ganz häufig von unseren Podcast-Gästen irgendwie gehabt, dass sie irgendwas geschenkt mitgebracht haben, dass irgendjemand, der ein Tool anbietet, sagt, das könnt ihr ja mal einen Monat kostenlos nutzen. Ich hätte jetzt eigentlich erhofft, dass du auch mal den Koffer mit den Uhren mitbringst oder so, aber es hat leider nicht geklappt. Vielleicht kommt ja jemand, der mir was anbietet. Das ist eine gute Idee. Du bist natürlich auf jeden Fall wieder zu den Dreikon eingeladen, so viel steht fest. Da freue ich mich sehr, dass du da vorbeikommst, wo wir bei dem Thema waren. Noch kurz die Erinnerung, vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die uns bei YouTube zum ersten Mal sehen und noch nicht unseren Podcast gehört haben. Dann gibt es noch auch an der Stelle nochmal den Hinweis auf die D3Con 2020, die nächstes Jahr auch schon wieder stattfindet. Und nach der D3Con ist ja vor der D3Con, das heißt, nee, andersrum. Doch. Das kommt also, in beide Richtungen. Das stimmt, so geht's auch. Jedenfalls, wenn ihr noch kein D3Con-Ticket habt für nächstes Jahr, könnt ihr das gerne auf unserer Webseite mit einem Rabattcode Podcast eingeben und dann kaufen. Dann gibt's nochmal 50€ Rabatt. Wir freuen uns immer, wenn wir ein bisschen Messbarkeit und Conversions herstellen von Leuten, die hier den Podcast hören und das sehen. Das bestätigt uns darin, dass wir hier weitermachen. Also an der Stelle nochmal vielen Dank an dich, Erik, für die unglaublich intelligenten Fragen, die du heute mal wieder hier in den Raum geworfen hast. Schön, dass du dabei warst. Auch dir viel Erfolg mit deinem neuen eigenen Podcast. Ich gehe davon aus, dass du trotzdem auch öfter nochmal wieder hier bei uns bist. Ja, auf jeden Fall. Und wir auch gerne mal wieder so einen gemeinsamen Podcast machen, auch für deinen Kanal. Und natürlich auch ganz großen Dank, Maria. Schön, dass du dabei warst. Weiterhin viel Erfolg und hoffentlich bis bald mal wieder. Ja, vielen Dank.